Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu Lost Horizon. Wir waren gerade beim Schamanen und haben uns die Zukunft voraussagen lassen. Und es hörte sich so an, als würden wir Kim vielleicht wiederfinden. Ich meine, der Herr Paddock hat das nicht geschnallt, ne? Dass wir Kim wiederfinden könnten. Wir haben noch einen Ringkampf vor uns. Allerdings haben wir festgestellt, dass Stechapfel... Ich zieh die Jalaba bei nächster Gelegenheit. Ja, genau, zieh die aus. Dass Stechapfelsamen wohl benommen machen. Und ich bin, ja, ne, ich arbeite hart und ich spiele hart und ich kämpfe grundsätzlich unfair. Ich werde mir jetzt gucken, wir hatten hier ja die Pflanze in dem anderen Teil schon gefunden. Die Samenkörner in den Blüten sehen aus wie die beim Schamanen. Gut, dann pflück ich mal ein paar. Genau. Meine Treu, so viele Daunen. Aber wenn es unbedingt sein muss, Augen zu und durch. Genau, nimm davon welche mit, bitte. Denn ich denke, wenn wir die dem Gegner unterjubeln, dann haben wir vielleicht wenigstens den Hauch einer Chance, denn der sah wirklich, also der hatte Oberarme, die waren stärker wie meine Oberschenkel. Und vielleicht können wir da irgendwas tricksen. Ja, ich, Niemand unter den Anwesenden, der sich Assis stellen will? Ja, jetzt gucken wir erstmal, nur Feiglinge hier. Ob wir ihm das hier geben können. Schauen wir mal. Nee, das geht leider nicht. Das geht auch nicht. Ja gut, wir reden jetzt einfach mal mit dem Veranstalter hier. Ah, ein Herausforderer. Endlich bringt jemand den Mut auf, sich mit Assis zu messen. Das möchtest du doch, ja, das oder? Möchte ich unbedingt. Ich brauche ja leider Gottes ja, das Geld. Darum bin ich hier. Applaus für den Herausforderer! Ja, Applaus, Applaus für mich bitte. Wie soll ich dich eigentlich ankündigen? Nun ja, ich heiße Fenton. Klingt reichlich unspektakulär. Wo kommst du denn her? Hongkong. Engländer, oder? Gut, lass mich mal machen. Ja, dann mach mal. Und hier ist Herausforderer Fenton der Brite mit dem Löwenherz. Über 10.000 Meilen hat er zurückgelegt, um heute hier gegen den Champion von Kamarouge anzutreten, den unbezwingbaren Assis. Ja. Wenn es Löwenherz gelingt zu siegen, winken ihm 100 vor Preisgeld. Ja, und die brauche ich auch dringend. Die Kampfregeln sind denkbar einfach. Wer mehr als 10 Sekunden regungslos auf dem Boden liegt oder die Kampfbühne verlässt, hat verloren. Alles klar. Ja. Nun dann, möge der Kampf beginnen. Ja. Oh Gott. Ich wollte ihm doch, aber ich habe doch extra die blöden Samen gepflückt. Oh Gott. Ah, der trinkt da Wasser. Das kann man bestimmt eigentlich ins Wasser machen. Oh Gott, ich werde so aufs Maul kriegen. Ja, bravo. Das war... Ja, das ging schnell, ne? Würde ich sagen. Na gut. Ja, ich stehe auf Schmerzen. Ich hab dir ja gesagt, das mit Assis nicht gut. Ja, pass auf, aber jetzt. Ich will ihn nur in Sicherheit wiegen. Beim nächsten Mal mache ich ernst. Genau. Mein Gott, ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Ja, aber wir kämpfen unfair. Niemand unter den Anwesenden, ja, der sich Assis stellen ja, will? Ja, ja, ja. Sind denn nur Nein, Feiglinge es sind nicht nur hier. Feiglinge hier. Nicht so viel reden. So, pass auf, wenn der das trinkt. Ja, das geht. Da kann ich das reintun. Ich bin nicht durstig. Außerdem halte ich es für keine gute Idee, Assis den Eimer wegzunehmen. Du sollst da ja auch die Dinger reinmachen. Böser Fenton. Aber ohne Hinterlist gerate ich gegen diesen Riesen ins Hintertreffen. Jetzt muss ich nur noch auf einen günstigen Moment warten. Und wenn genau. Niemand schaut, werfe ich die winzigen Stechapfelsamen in den das Eimer. Das, finde ich, klingt nach einem Plan. Ich suche einen Herausforderer für Assis, den Unbezwingbaren. Jawohl, das haben wir erledigt. Wer hat den Mut, gegen ihn anzutreten? 100 vor für denjenigen, der es schafft. Ja, komm. Also. So, das wäre schon mal genau. Geschafft. Jetzt hier auf in die nächste Runde und du? Dann sieht das schon anders aus. Willst du es nochmal wagen? Das nenne ich wahrhaftig. Ja, ich... Hört, hört! Der Brite mit dem Löwenherz ist zurück und fordert Assis erneut heraus. So ist es doch. Ja, so ist es, genau. Auf geht's. Ja, ich versuch's nochmal. Ausgezeichnet. Dann möge der Kampf beginnen. Ja, das... Jetzt trink bloß auch dein Wasser. Sehr schön. Ja, das sieht doch schon anders aus hier. Gott, ist das ein Hühne?
Herr im Himmel. Sehr schön. Ja, so geht das nicht mehr, wa? Tja, Pech gehabt, Assis. Ich krieg 100 Francs, bitte? Unglaublich. Du hast es tatsächlich geschafft. Tja, diesmal hat Löwenherz gezeigt, was wirklich in ihm steckt. Das war in der Tat eine erstklassige Vorstellung. Ich fürchte, wir müssen Assis eine kleine Pause gönnen, bis er sich wieder erholt. Ja. Hier sind deine 100 Vielen Dank. Merci. So. Ja, jetzt, also ich bin eigentlich kein Glücksspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gucken wir uns den Hütchenspieler in der Stadt trotzdem mal an. Ich zieh die Gelaber bei nächster Da war der Einsatz 25 Francs und wir brauchen ja nur mal 200. Wir haben jetzt nur 100, das reicht einfach noch nicht, um die Kaution zu stellen. Ach, das ist alles nicht so einfach hier. Und der hat immer noch nicht sein Herzmedikament gekriegt. Ach du meine Güte. Können wir, vielleicht können wir jetzt, haben wir ja die Gelaber. Bevor wir zum Hütchenspieler gehen, gucken wir einfach mal, ob wir das Auto jetzt anzünden können. Fenton hatte da so eine Anmerkung gemacht, dass das eventuell funktionieren könnte. Ja, mit unserem Heu und unserer... Das ist natürlich, also irgendwie... Hahaha, was haben wir denn hier? Kurbelhalterung, Brunnen, Auto. Am liebsten würde ich mich jetzt... Ja, genau, das hatten wir schon, ne? Dass du dich da abreagieren möchtest. Aber wenn man mich dabei erwischt, lande ich wohl... Ja, dann zieh doch einfach das Ding an, meine Güte. Was ist denn daran so schwer? Die Lava ist jetzt blau und hat... Ja, egal. Gut. Okay, wir gehen jetzt zum Hütchenspieler. Also irgendwie... Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, wir müssen irgendwas anzünden mit unserer Linse und dem Heu, was wir mit uns rumschleppen. Irgendwofür muss das ja gut sein. Das gibt's ja gar nicht. Ah, du bist ja, es ich habe jetzt auch Geld. Wie sieht's aus? Möchtest du ein Spiel? Unbedingt, wagen? Bitte. Ja. Warum nicht? Vielleicht habe ich ja Glück. Gut. Hervorragend. Lass uns gleich mit einer Aufwärmrunde beginnen. Wir spielen zunächst noch nicht um deinen Einsatz. Okay. Schau dir erstmal in Ruhe alles genau an, damit du das Spiel verstehst und mir nachher keine Vorwürfe machst. Also, hier habe ich eine Holzkugel. Okay. Ich lege sie unter diesen Becher. Siehst du? Also bei Hütchenspielern kann man nie noch gewinnen. Kann ich folgen. Also. Jetzt bewege ich die Becher und vertausche ihre Positionen. Alles klar? Ja. Ganz einfach. Denke schon. Wo ist die Kugel jetzt? Entscheide dich für einen Becher. Ja, in der Mitte. Ich bin mir sicher, dass sie unterm Becher in der Mitte liegt. Genau. Siehst du, es ist ganz einfach. Oder? Ach, Hütchenspieler bescheißen doch immer. So, jetzt wird's ernst. Wählst du den richtigen Becher, gewinnst du das Doppelte deines Einsatzes. Aber liegst du daneben, gehört dein Geld... Alles klar. Gut, kennt ihr eigentlich noch Salvatore? Der war früher auf RTL mal im Fernsehen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, na GZ. Puh. Das ging jetzt aber ein bisschen flotter als vorhin. Ja. Mit dem Einsatz steigt die Schwierigkeit, ist doch klar. Also, wo ist die Kugel? Glaube, sie ist hier. Ich denke, dass die Kugel unter dem rechten Becher ist. Unter dem rechten Becher ist sie leider nicht mehr. Schade, schade. Oh nein. Ja, ich hätte aufpassen müssen, statt über Salvatore zu quatschen. Verdammt. Die 25 Frauen sind weg. Ja, bravo. Neues Spiel. Ja, natürlich, wir müssen das nochmal versuchen. Vielleicht gewinnst du ja beim nächsten Mal. Oh Gott. Der glaubt doch nicht im Ernst, dass ich da drauf reinfalle. Nein, ich passe. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir sehen uns. Ja. Schöner Mist. Der Kerl hat mich ganz schön ausgenommen. Ich muss mein Geld irgendwie zurückgewinnen. Aber der Kerl ist viel zu flink und raten zu riskant. Wie könnte ich es schaffen, die Position der Kugel jedes Mal eindeutig zu bestimmen? Ja, das ist eine gute Frage. Wie könnte man das denn bitte schön hinkriegen? Eieieiei, ich würde sagen, da zerbrechen wir uns in der nächsten Folge den Kopf drüber und sehen dann einfach mal, dass wir hier unser Geld wieder vermehren, statt immer weniger werden zu lassen. Ich wünsche euch bis dahin noch einen tollen Tag. Sage ciao, ciao.